Die Linke, Sabine Leidig. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, dass neue Mobilitätsdienstleistungen eingeführt werden, klingt immer gut. Und dass es dafür einen gesetzlichen Rahmen braucht, ist klar. Schon in der letzten Legislatur stand das auf dem Zettel der Regierung. Aber weil die Verkehrsminister der Union vor allem Autoverkehr vor Augen haben, hat es für den ÖPNV nicht gereicht. Aber genau da, beim öffentlichen Nahverkehr, brauchen wir dringend mehr Aufmerksamkeit, bessere Angebote, mehr Geld und Unterstützung vom Bund. Was die Koalition mit ihrem neuen Personenbeförderungsgesetz regelt, geht nicht in diese Richtung, denn sie setzen auf Markt-vor-Daseinsvorsorge. Das heißt, wenn mit einem Rufbus on Demand oder einer Vermittlungsplattform oder einem Sammeltaxi Ride-Pooling Gewinn gemacht werden kann, dann läuft es. Und genau deshalb gibt es Car2Go von BMW oder Moja von VW und die ganze Uber-Offensive dort, wo der Bedarf eigentlich am geringsten ist, in den Städten. Und deshalb wird von der Seite auf Deregulierung gedrängt, weil die eine Scheibe abhaben wollen. Das Problem: genau da kann auch der öffentliche Nahverkehr mit Gewinn fahren. Aber in den dünn besiedelten ländlichen Regionen, wo großer Bedarf besteht, lassen sich die Privaten ja nicht blicken. Solche Rosinenpickerei-Modelle schließen Sie nicht aus mit dem Gesetz. Und zu Recht haben VDV und alle drei kommunalen Spitzenverbände deshalb ihren Gesetzesentwurf als unzureichend kritisiert. Und wir tun das auch. Übrigens, FDP, Moja hat seine Fahrzeuge in Hamburg und in Hannover stillgelegt, während die öffentlichen Busse und Bahnen weiterfahren in der Pandemie, damit zum Beispiel Pflegekräfte und Verkäuferinnen zur Arbeit kommen. Und genau darum geht es. Die linke Idee ist eine Mobilitätsgarantie für alle, mit zuverlässigen und regelmäßigen ÖPNV-Verbindungen. Und selbstverständlich sollen Kommunen und Aufgabenträger der öffentlichen Hand die schlauesten und bequemsten neuen Möglichkeiten einsetzen, mit Online-Plattformen und flexiblen Fahrzeugen. Wir haben einen entsprechenden Antrag dazu vorgelegt. Aber was nicht geht, ist, dass die einen mehr Bequemlichkeit bekommen und die anderen miese Arbeitsbedingungen haben. Und da bin ich beim wichtigsten Punkt, den Sie leider versemmelt haben. Der Wettbewerb hat ja in den vergangenen Jahrzehnten vor allem auf dem Rücken der Beschäftigten stattgefunden. Es ist längst überfällig, dass gesetzliche Standards, Sozialstandards festgelegt werden und dass für die Arbeitnehmerinnen im ÖPNV Sicherheit geschaffen wird beim Betreiberwechsel. Jetzt wird mit Uber und Co. noch eine Tür aufgemacht für prekäre Arbeitsverhältnisse. Und es werden Jahre vergehen, bis gewerkschaftliche Organisierung gelingt und Verbesserungen erkämpft werden können. Und anstatt wenigstens soziale Mindestanforderungen gesetzlich festzulegen, soll jetzt ein Rechtsgutachten eingeholt werden. Das ist ein soziales und zugleich ein ökologisches Armutszeugnis. Und schon deshalb lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. Vielen Dank, Sabine Leidig. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für Bündnis 90 Die Grünen, Stefan.